Hiho und willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zu Impostor Factory. Ja, nachdem wir in der letzten Aufnahmesession in Akt 2 angekommen sind und Akt 2 eine ziemlich bekannte Wendung genommen hat zum Thema Erinnerung und Zeitsprünge und so, sind wir jetzt wieder bei der Villa angekommen, auch wenn wir nicht wirklich real sind. Oh, und es ist kurz vor 3. Jetzt ist 3 Uhr. Ja. Weil es war immer kurz nach 3 oder halb 4. Wow, es fühlt sich an, als wäre es eine Ewigkeit. Als wäre eine Ewigkeit vergangen, als ich das letzte Mal hier war. All diese Schirme. Ich nehme mal an, dass alle Gäste bereits eingetroffen sind. Kurz nach 3. Nur mein Regenschirm fehlt. Die Tür ist verschlossen. Okay. Hallo Reispott. Möchten Sie vielleicht Reis? Warte, du kannst mich sehen. Halt die Klappe, Reispott. Niemand fragt nach deinem Reis. Möchte Rika vielleicht Reis? Nein, hör auf damit. Ja, okay. Hey. Oh, ich bin ein Geist. Ja, sie warten oben auf dich. Hier entlang. Okay, das hier ist immer noch ein Rätsel. Gut, die haben alle nichts zu sagen. Und stimmt ja, wir können rennen. Dieser Ort. Seife. Flüssige Seife. Nur ein gewöhnliches Waschbecken. Hm, das ist also keine Zeitmaschine? Eine Kristallbadewanne, ja. Eine goldene Toilette, okay. Wie sieht sie in der Küche aus? Warum vermisse ich eigentlich diese Leute? Ja, hi. Okay, du hast nichts zu sagen. Der Kochtopf, der ist in Ordnung. Er züchtet seinen Knoblauch, er putzt alles. Der Samovar hat sich auch nicht verändert, aber der Kochtopf kocht nicht. Okay, das heißt nach oben. Die Tür ist verschlossen, aber ich war irgendwie schon mal hinter dieser Tür. Ja, wahrscheinlich ist das große Geheimnis hinter dieser Tür. Nur, dass wir halt, als wir hinter dieser Tür waren, eine Zeitreise gemacht haben. Ja, und da geht's weiter. Und das ist das ausgefallene Gemälde einer Dame, ja. So, jetzt erfahren wir hier vielleicht die Wahrheit. Ah, das Schachspiel schon wieder. Direkte Mensch-zu-Maschinen-Speicherschnittstellen? Richtig. Nun, Koppelung und Austausch. Aber darum musst du dir keinerlei Sorgen machen. Da wir dein Spezialgebiet kennen, erwarten wir deine Hilfe nur bei ersterem. Das klingt faszinierend, auch wenn es nicht genau die Stellenbeschreibung war. Natürlich nicht. Aber ist es nicht besser? Die Forschung, die du hier betreiben wirst, würde weit über das hinausgehen, was alle anderen auf deiner Liste haben. Du verstehst doch, warum es nicht im öffentlichen Aushang steht, oder? Ich
denke schon, aber warum ich? Sicherlich gibt es erfahrenere Kandidaten. Nun, wir haben unseren Hintergrundcheck gemacht und deine spezielle Situation. Oh, wir könnten immer ein paar neue Perspektiven gebrauchen, das ist alles. Und verkauf dich nicht unter Wert, deine Papiere sprechen für sich selbst. Ei, es gibt keinen Grund für Selbstzweifel. Das Impostor-Syndrom ist unter Talenten weit verbreitet, lass es nicht an dich herankommen. Danke für dein Vertrauen. Na dann, jetzt, wo wir diesen Schritt hinter uns haben, sollen wir die NDAs unterschreiben und ein paar Wunder aus erster Hand erleben? Aber ich hatte schon NDAs unterschrieben, bevor ich hierher kam. Oh, es gibt immer mehr NDA. NDA oder Verzichtserklärungen? Also NDA sind Verschwiegenheitserklärungen. Verzichtserklärungen? Bürokratie, du solltest lernen, den Papierkram zu lieben. Hey. Scheint nicht die Linri zu sein, die mich sehen konnte. Ich schätze, das ist immer noch eine Art von Wiederholung. Mensch-Maschine-Gedächtnis-Interface. Eine Reihe von Verträgen mit verwischten Worten. Ein Laptop mit einem physischen Schloss. Server-ähnliche Ausstattung mit Beleuchtung in der Einstellung. Eine Sammlung von Preisen und Auszeichnungen. Okay, die Tür ist verschlossen. Ah, aber ich wollte die Katze sehen. Hoffentlich geht es dem Bastard gut. Ja, gut. Ein laufendes Schachspiel. Mhm. Die Tür ist verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Okay, endlich lüftet sich das Geheimnis. Und wie versprochen, der Prototyp. Ach du meine Güte. Es ist abscheulich. Erwarten Sie von uns, dass wir in einen Drucker aus dem letzten Jahrhundert investieren? Wie Dr. Haynes sagte, es ist nur ein Prototyp. Obwohl er eine Vorliebe für eher antike Ästhetik hat. Ich bin nicht jemand, der ein Buch nach seinem Umschlag beurteilt, aber... Wenn dies die Quantencomputerfähigkeit hat, wie sie behaupten, ist es unglaublich klein. Das kommt uns eigentlich auch bekannt vor, auch wenn das, was wir kennen, nicht so klobig aussieht, aber trotzdem immer noch ziemlich schwer zu sein scheint. Und ich weiß, dass wir erhebliche Fortschritte bei der Kühlung gemacht haben, aber um sie praktisch zu beseitigen... Nein, das ist hauptsächlich ein kabelgebundener Client, der mit dem Rechenzentrum verbunden ist. Ausgeführt werden die meisten Berechnungen anderswo. Abgesehen davon, selbst angesichts kopierter Hirndaten ist das erstaunliche Potenzial offensichtlich. Erlauben Sie mir es zu demonstrieren. Ja, mehr Daten. Ich wünschte, es hätte die eigentliche Demo gezeigt, bevor alles eingefroren ist. Ja. Also wir haben wieder Standbild. Das heißt, irgendwas ist passiert, dass die Erinnerung Eimer ist. Oh, und wir müssen von oben. Wir können nicht von unten. Unsichtbare Wände, auch gut. Okay, wir sind... Oh,
Oh, da ist Quincy wieder. Puh, das ist die letzte Kiste. Ich sagte doch, dass wir bis heute Abend alles hier haben. Hey, was ist los? Bist du dir da sicher? Ich bin den ganzen Weg hierher gekommen wegen meines Jobs. Du hattest zu Hause auch Vorbereitungen, nicht wahr? Nun ja, aber nichts dergleichen. Ich meine die Johannes-Stiftung. Was auch immer du dort tust, ich bin sicher, es wird hochmodern sein. Trotzdem. Hey, es ist okay. Ich weiß, wie viel dir das bedeutet. Und keine Sorge, ich bin sicher, dass ich auch hier etwas für mich finde. Etwas für mich finden werde. Danke, Quincy. Ich bin froh, dass du hier bist. Natürlich, ich habe es versprochen. Wie auch immer, lassen wir uns einfach nieder und du kannst dich ausruhen. Ich kann nicht zulassen, dass du an deinem ersten Tag morgen schlafwandelst. Die gute alte Matratze wieder. Warum fühlt es sich so an, als würde man von einem Schlafsaal zum anderen gehen? Es ist irgendwie gemütlich, wenn du mich fragst. Erinnert mich an Camping. Du hast noch nie richtig gezeltet, oder? Nicht wirklich. Das legendäre Gästezimmer. Es könnte alles sein. Es könnte ein Arbeitszimmer sein. Oder ein Flipperraum. Mit Bücherkisten da drüben. Oder ein Minigolfraum. Und endlich mal einen Desktop-Computer hierher holen. Oder einen Thronsaal. Ja, Quincy, Moment mal, gibt es kein... Achso, das ist der Eingang. Das heißt wahrscheinlich, hier ist das Bad. Ja, hier ist das Bad. Das erinnert mich an... In der Villa von heute hatten sie buchstäblich eine goldene Toilette. Buchstäblich? Buchstäblich. Wow. Müssen sie wirklich auf Gold sitzen, um sich zu entladen? Warte, hat er das nicht schon mal gesagt? Also, unser Quincy hier. Oder sowas in der Richtung, hat er, glaube ich, gesagt. Oh, und es ist Tag geworden. Es ist bereits morgen. Oh, mehr Daten. Okay, wie sehe ich aus? Nun, ich will dich nicht beunruhigen, aber da hängt eine Person an deinem Haarknoten. Und sie sieht klasse aus. Ich bin zum Abendessen zurück. Geh schon, du wirst das toll machen. Das Schlimme ist, ich will das Ende irgendwie. Ich will nicht die Wahrheit wissen. Weil irgendwas kommt da. So wie ich den Entwickler kenne, kommt am Schluss ein Plot-Twist. Das war bei To the Moon und Finding Paradise dasselbe. Eine idyllische Steinstatue einer Dame und eines Vogels. Ja. Oh. Mr. Flu Fox ist da. Wow, ist das ein echter Fuchs? Nein. Es ist nur ein fühlender Fuchsschwanz. Natürlich ist es ein echter Fuchs. Warum kommt er nicht raus? Es ist ein sehr schüchterner Fuchs. Die anderen sind schon da. Rika wartet drinnen auf dich. Ich gehe sie suchen, danke. Weil es kann auch sein, dass
die Tatsache, dass es am Anfang hier draußen alles heruntergekommen war und nur drin alles nobel war, daran lag, dass es zwei unterschiedliche Zeiten waren, also dass es sehr weit in der Zukunft war, der Garten hier draußen, den wir am Anfang gesehen haben. Und wir dadurch noch sehr viel vor uns haben und ich mich frage, ob es nicht auch noch dann einen dritten Akt geben wird. Oh, und hier sind die Erinnerungen so schlecht, dass wir nur einen Weg haben? Also ja, wir können auch die obere Tür nehmen, aber ich will die untere. So, kein Prototyp mehr. Kein Cocktailgedönse mehr. Ja, Lenri, wo sind denn alle? Emil sagte, sie seien schon da. Sie sind bereits ins Labor gegangen. Oh nein, ich komme schon zu spät zum Dienst? Nicht wirklich. Warte, das Labor ist unter Billardtisch. Komm an Bord. Nach unten. Sicher, dass wir nicht bei Umbrella gelandet sind und hier Zombies züchten. Willkommen bei der Johannes Stiftung. Dies ist nur eine von mehreren Niederlassungen unserer Zentralentwicklungszentren. Wie Sie sich vielleicht denken können, ist es auch eines der diskretesten. Wow, dieser ganze Ort. Ich wusste, dass an diesem Ort etwas nicht stimmt. Und dieser Roboter? Ich wusste es. Es war nie nur ein Reiskocher, oder? Der Reiskocher läuft wieder frei herum. Hey, komm zurück. Wenn die Köche es erneut in den Schacht schieben, ich schwöre, ich werde... Es ist ein Reiskocher. Okay. Komm, ich führe dich herum. Okay, folgen wir erstmal den beiden. Okay, das hier ist die Kantine, so wie es aussieht. Wachsen da die Bananen am Holz? Also die Kantine sieht schon mal sehr einladend aus. Vor allem mit Sessel und einem Spielautomat und Getränkeautomat und allem. Okay. Die Cafeteria und der Aufenthaltsraum. Die Küche schicken dreimal am Tag Mahlzeiten über den Schacht. Gib ihnen einfach deine Bestellung. Ich dachte, es sei seltsam, dass es hier drei Köche gibt. Ja, das hätte die Sache mit den Köchen gelöst. Vor allem, weil sie auch immer so in Hektik sind und ja... ja, was ist das? Hier ist die Residenz für die Mitarbeiter vor Ort. Wenn es gut läuft, laden wir die vielleicht ein, hier ein Zimmer zu nehmen. Danke, aber ich habe schon woanders einen Platz. Okay, darüber ist sie jetzt nicht so begeistert, dass sie Lenri woanders einen Platz hat. Ist auch die Frage, wir könnten theoretisch an Lenris Erinnerung angeschlossen sein. Ja, hier ist Dr. Haynes, oder? Ja. Ja, natürlich. Es ist eine Ehre, dich hier zu haben. Danke, ich werde mein Best. Victor, Dr. Haynes, sind Sie noch da? Entschuldigung. Ich bin hier. Bezüglich des Vertrags, es ist nicht in unserem Interesse, das Projekt zu finanzieren, ohne ein Mitspracherecht im Vorstand. Der Vorstand ist nicht der einzige Weg, um ein Mitspracherecht zu haben, Herr Armstrong. Sie sollten zu Dr. Yu in den Westflügel gehen. Sie ist für das Forschungsteam zuständig. Mhm. Oh, Schuhe statt einer Tür? Warnzeichen sind immer gut, auch wenn ich nicht erkennen kann, was das darstellen soll. Ich hoffe mal nicht atomar.
Oh, der Reiskocher ist hier. Oh. Dr. Kim. Und die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine? Nicht sehr viel Fortschritt. Wir konzentrieren uns nach wie vor auf Stub-Daten. Wir haben einige Neuanstellungen an dieser Stelle. Ich hoffe, wir machen bald Fortschritte. Okay, an diesen Dr. Kim scheint sie sich zu erinnern. Dr. Yu, nein, das Projekt, an dem du arbeiten wirst, ist nur eines von mehreren, die wir hier verfolgen. Aber psst, es ist mein Favorit. Reisbot? Außer dir, Reisbot. Sollen wir Linri ihre Station zeigen? Sicher, die Anlage ist in Wartung, aber Dr. Kleck ist im Moment dort. Außerdem bringst du Reisbot wieder nach oben, ja? Natürlich. Okay, warum auch immer sich Linri an diesen Dr. Kim erinnert. Da haben wir es. Dr. Louis Kleck sollte dort sein. Er ist ein paar Tage zuvor hier in der Residenz angekommen. Ich glaube, ihr habt euch schon auf der Party kennengelernt. Ich erinnere mich. Los geht's, Reisbot. Und da ist sie mal wieder. Die Barriere. Ach, der Freak. So, frischer Doktortitel, ha? Huh? Mehr als nicht, war ich überrascht, dich letztens auf der Party gesehen zu haben. Aber dich hier tatsächlich zu sehen? Dr. Yu sagte, meine Arbeit sei für das Projekt hilfreich gewesen. Ich werde mein Bestes geben, um meine Erkenntnisse anzuwenden. Deine Arbeit? Ich habe deine Arbeit gelesen. Nichts für ungut, aber da ist nichts vorgekommen, was sie nicht schon wussten. Was meinst du damit? Was sie hier getan haben, ich habe es analysiert. Sie haben auf keinen Fall all diese Fortschritte gemacht, ohne bereits von deinen Kenntnissen gewusst zu haben. Dr. Yu und ihr Team müssen das schon vor Jahren herausgefunden haben. Vor Jahren? Aber dann, warum wurden ihre Erkenntnisse nicht veröffentlicht? Ist das dein Ernst? Dies ist keine puristische Akademie, die Wissen zum Wohle der Menschheit verbreitet. Ich würde sagen Geld, aber die Interessengruppen, welche beteiligt sind, sind viel komplizierter. Egal, schau mal. Wenn du eine Veränderung in der Welt erreichen willst, dann ist dies der Ort dafür. Es kann eine Weile dauern, bis die Öffentlichkeit Geschmack daran findet, aber hier? Hier beginnt alles. Oh, neue Daten. Ich bin überrascht, dass ein moderner Quantencomputer immer noch so aussieht. Die Vintage-Ästhetik ist nur eine Hommage. Damals sah es mit dem Glas noch nicht so aus. Ja, und das ist alles, was sie zu sagen haben. Okay, nächster Abschnitt. Ja, wir sehen bis jetzt keinerlei Zeitstrahl oder ähnliches, wie wir sie aus Finding Paradise und To the Moon kennen. Wir haben bis jetzt nur Erinnerungsfragmente und diese Daten. Ja. Da geht Linri früh morgens, während Quincy noch schläft. Da sind sie wohl bei der Arbeit, beim Diskutieren über Ideen und Statistiken. Bei der Arbeit mit irgendwelchen Messcomputern. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe schon so viel gelernt. Wenn du dich hier wohlfühlst, soll mir das recht sein. Wir werden dich am Montag in das Hauptprojekt einweisen. Denke an die Vertraulichkeit. Ich werde bereit sein. Okay, jetzt kommen kleinere Abschnitte, so wie es aussieht.